Lieber Schütze, schön, dass du da bist. Was kommt, was geht in Sachen Liebe, das schaue ich mir jetzt an für dich. Ich schaue ins kollektive Feld. Ersetzt natürlich keine persönliche Kartenlegung, lieber Schütze, das weißt du. Aber es enthält, so hoffe ich, diese Legung den einen oder anderen spirituellen Impuls für dich. Ich spreche aus der Sicht einer Frau, wenn du ein Mann bist, sehr so lieb, trage es entsprechend um. Ich danke dir recht herzlich. Und jetzt schaue ich einfach mal, in welcher Situation du gerade bist. Ja? Damit du weißt, ob du bei diesem Orakel dabei bist, ob du resonierst. Gell? Bevor ich dann schaue, was die nächsten 2, 3 Wochen für ein Hauptthema da ist in Sachen Liebe und was aus deinem Feld rausgeht, was abnimmt und was zunimmt, welche Energie. Welche Situation ist gerade bei dir aktiv, lieber Schütze, jetzt? Ja? So. Die aktuelle Situation ist gerade. Erstens mal, dass dir das Kopfzerbrechen macht, dass die Dinge so langsam gehen. Das spüre dir wirklich die Mäßigkeit, das Langsamkeit. Es macht dir voll die Kopfzerbrechen, lieber Schütze. Es tut sie einfach nichts, beziehungsweise zu langsam. Aber es tut sich schon was bei dir, nur es ist, so wie es das du empfindest, nicht das Richtige. Es ist enttäuschend. Da kommen schon Personen auf dich zu, Möglichkeiten, Gelegenheiten, aber die sind wie Seifenblasen. Das ist zerplatzt nach kurzer Zeit und ist nichts Bleibendes, nichts Dauerhaftes, lieber Schütze. Du bist in einer Energie. Na, ja, lass mal schauen. Das muss ich kurz vertiefen. Da möchte ich kurz vertiefen machen, lieber Schütze. Ja, in einer Energie bist du, lieber Schütze, weißt du, dass du wirklich dein Liebesleben verändern möchtest, in die Hand nehmen möchtest, erschaffen möchtest, das, was dir gut tut. Möchtest, weißt du, dass dir in Sachen Liebe auch, also ich habe es wirklich so da, auch einmal etwas gegeben wird. Ja? Dass du was empfangen darfst. Und zwar nicht irgendwo, einfach nur irgendwas, sondern wirklich Erfüllung. Dass du beschenkt wirst, reich beschenkt wirst. Und da bist du bereit jetzt, oder vielleicht ja schon länger, du weißt es besser, in welcher Situation du bist, dafür auch etwas zu tun. Ja? Wenn du sagst, da erkennst du dich wieder, du bist in dieser Energie. Dann bleib gern dran. Beachte auch den Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen, Venuszeichen und ich danke dir ganz herzlich für dein Abo. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann wisse, das ist kostenfrei. Glocke drücken, nicht vergessen. So verpasst du kein hochgeladenes Video mehr. Danke für dein Like, für deinen Kommentar. Ich freue mich voll. Gell? Lieber Schütze. So, was kommt, was geht? Nächsten 2, 3 Wochen.
Was kommt, was geht? Das kommt, das geht. Oh. Die Energie für die nächsten 2, 3 Wochen, lieber Schütze, ist, dass du vom Schicksal oder von jemandem, wir werden es vielleicht gleich sehen, eine Chance erhältst, die dir dargereicht wird. Du siehst diese Hand, das Ass der Münzen, eine Chance in Sachen Liebe. Dass ich etwas aufbauen kann, wieder aufbauen. Vielleicht über einen Sinn. Dauerhaftigkeit, Erfüllung. Eine Bereicherung birgt diese Möglichkeit in sich. Was geht aus deinem Energiefeld raus? Das schauen wir uns allererstes an. Dieses Hin und Her. Ist interessant, lieber Schütze. Es geht raus, dieses, entweder geht gar nichts weiter oder ging gar nichts weiter. Ja, es war einfach laut deinem Empfinden gar nichts. Stillstand, so ein bisschen, ja, also so gleichbleibend, Stillstand nicht. Acker Hemmung, aber so Acker Blockade, sondern so, es ist halt wie es ist, ja. Die andere Geschichte ist, dass du in etwas investiert hast, hineingesteckt hast, aufgebaut hast und das hat sich so abgewechselt, ja, hin und her. Aufbauen, Stillstand, aufbauen, Stillstand, hinher und da dieses hin und her, dieses innere Schwanken. Mag jetzt meine heilige Ruhe haben in Liebesdingen und gar nichts tun, mag ich in was investieren. Ja? So hat es auch womöglich in dir ausgeschaut. Ja? Das geht raus. Das wird schwächer. Was kommt, lieber Schütze? Oh, gleich 2 Chancen. Das Ass. Das Schwerter und das Ass der Stäbe und nur dritte Information. Du lässt die Vergangenheit hinter dir und schaust nach vorne. Oh ja, du öffnest dich für das, was vor dir liegt. Und damals dritte Ass, ne? Ass der Münzen, also 3 Assen. Das heißt, mit Sicherheit hält das Schicksal, wann du da resonierst in Sachen Liebe, gleich 3 Chancen bereit. Ergreifen musstest du, wenn du möchtest. Das liegt an dir, lieber Schütze. Aber die Offenheit, die es dazu braucht, diese innere Haltung, die hast du. Und interessant, das, was mir jetzt so auffällt, ist, da hast es sind 3 Stäbe, ja, und es sind 3 Assen. Ganz feurige Energie, leidenschaftliche Energie, auch erotische Energie. Tatkräftige Energie in Sachen Liebe, das habe ich schon beschrieben. Das Ass der Münzen, dann mal die Dauerhaftigkeit, die Ehrlichkeit, wirklich ja die Langfristigkeit und das Ass der Schwerter. Da geht es wirklich darum, dass du auch die Entscheidung, die Chance bekommst, auch diese Entscheidung, diese Wahl zu treffen. Wohin möchtest du partnerschaftlich und auch diese Chance des wirklich umzusetzen. Wunder, wunderschön, lieber Schütze, das gefreut mich total. Eine ganz tolle Legung, ja. Ich wünsche dir nur das Allerbeste, lieber Schütze. Bitte pass gut auf dich auf und viel Segen für dich. Bis bald, Stella.